cool, ey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals brennt, der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Hallo Leute, ihr seht ja, ich bin gerade beim Arzt, das ist Nico. Sag mal hallo. Hallo. Und Nico will mir gleich diese Spritze hier in den Arm jagen. Er will mich nämlich impfen. Und ich weiß schon, dass das gut für mich ist, aber irgendwie macht mir das Ding trotzdem Angst. Deshalb habe ich mir auch Hanna zur Verstärkung mitgebracht. Und Hanna wurde gerade schon geimpft. Wie war's? Ganz okay eigentlich. Geht schon, ne? Ja. Genau. Naja, warum Impfen wichtig ist und ob ich mich das auch traue, das seht ihr in der Sendung, weil heute geht's ums Impfen. Von mir aus kannst du jetzt. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Heute gibt es viele Spritzen zu sehen. Sehr viele Spritzen. Aber ich werde tapfer sein. Und ich hoffe, ihr auch. Denn Impfungen sind wichtig. Mit einer Impfung schützt man sich und andere vor schlimmen Krankheiten. Am häufigsten wird man in der Kindheit geimpft. Denn eine Impfung ist so eine Art Training für unsere Abwehrkräfte, also für unsere Körperpolizei. Es gibt Impfungen gegen Krankheiten wie Polio, Tetanus, Diphtherie und viele mehr. Diese Krankheiten sind gefährlich. Manche sogar tödlich. Aber nach einer Impfung ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man die Krankheit später bekommt. Auch gegen das neuartige Coronavirus gibt es wirksame Impfstoffe. Was bei einer Impfung im Körper passiert, das checke ich heute mit Biologin Linda. Mit der Tierärztin Helen impfe ich Kälbchen. Das hast du so gut gemacht. Und natürlich lasse ich mich auch selbst impfen. Hier kommt der Impfcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Warum werden wir Menschen geimpft? Was passiert beim Impfen in unserem Körper? Und wie impft man Kälbchen? Das checke ich für euch. Ja. Los geht's heute mit Hanna. Wir beide haben nämlich gleich einen Termin für eine Impfung. Und zwar hier im Schwabinger Krankenhaus in München. Und da sind wir schon, Kinderklinik. Okay. Hanna, warte mal kurz. Jetzt gehen wir ja gleich da rein. Und dann werden wir beide geimpft. Also wir kriegen eine Spritze. Ja. Wie geht's dir damit? Naja, ich habe schon ein bisschen Angst. Schon, ne? Ich auch. Was machen wir denn da, dass wir das irgendwie gut überstehen? Vielleicht an was Schönes denken. Das ist eine gute Taktik. Ja, das machen wir. An was denkst du? Ich denke an Delfine. Spitze. Dann denke ich an Eichhörnchen. Normalerweise wird man nicht im Krankenhaus geimpft. Aber Hannas Papa Nico arbeitet hier als Kinderarzt. Und er soll uns beide impfen. Mit Nico kläre ich auch die erste Checker-Frage. Warum werden wir Menschen geimpft? Hallo. Hallo, Hanna. Hallo, Nico. Hallo, Tobi. Übrigens haben wir drei uns ganz frisch auf Corona testen lassen. Wir sind nicht ansteckend und deshalb können wir auch ohne Maske miteinander sprechen. Hanna und ich sind jetzt zum Impfen hier. Warum macht man das denn überhaupt? Was ist denn eine Impfung? Eine Impfung macht man, damit man bestimmte Erkrankungen durch ansteckende Erreger nicht mehr bekommen kann. Wir sprechen dann davon, dass man immun ist gegen eine Krankheit. Okay, also ich kann mich einfach nicht mehr anstecken. Selbst wenn Leute um mich rum sind, die die Krankheit haben, mein Körper ist immun, kriegt die Krankheit also nicht mehr. Ja. Wogegen würdest du dich impfen lassen, wenn du dir irgendwas ausdenken könntest? Dass ich nie mehr Gemüse essen muss. Das ist sehr gut. In unseren Impfpässen sieht Nico nach, welche Impfungen heute anstehen. Jede Impfung, die man in seinem Leben bekommt, wird da nämlich eingetragen. So sieht der Arzt auch, ob etwas fehlt. Hanna und ich bekommen heute beide eine Impfung gegen die Krankheit FSME. Das ist eine Hirnhautentzündung. Es ist eine Viruserkrankung, die durch die Zecken übertragen wird. Und das ist eine Impfung, die brauchen auch nicht alle Kinder in Deutschland, sondern letztlich nur die in Süddeutschland, in den Gebieten, wo es Zecken gibt, die dieses Virus übertragen können. Okay. Jetzt dürfen Hanna und ich das Impfen üben. Und ratet mal, wie man das am besten übt. Genau. Ich brauche bitte eine Orange. Mit Orangen. Tatsächlich ist die Orangenschale ungefähr so dick und fest wie die Haut von uns Menschen. Unser Übungsimpfstoff ist einfach sauberes Wasser. Und so zieht man das in die Spritze. Du zählst bis drei. Eins, zwei, drei. Ja, das war schon ordentlich fest. Du hast gesagt, mit Schmackes. Die Orange. Ja. Je schneller man sticht und spritzt, desto weniger tut es weh. Und jetzt? Aber zum Glück spürt so eine Orange ja nichts. Magst du auch mal? Ja. Ja?
Das war 2 in 1. Du hast gespritzt und gedrückt gleichzeitig. Und wie fandst du das jetzt? Gut. Oder? Es hat auch Bock gemacht. Ja. So, jetzt wird's ernst. Jetzt wird Hannah geimpft. Bist du aufgeregt? Ich hab schon ein bisschen Angst. Schon, ne? Einfach an Delfine denken. Und du sag mal, muss man Angst haben vom Impfen? Macht einen kleinen Pieks, aber dann ist schnell vorbei. Findest du denn dann Impfen wichtig? Extrem wichtig, ja. Wir sehen immer wieder in der Klinik auch Kinder, die mit einer Erkrankung, die eigentlich durch eine Impfung zu verhindern gewesen wäre, sehr schwer erkranken. Und ja, ich denke mir immer wieder, wie wichtig es ist, die Kinder vernünftig zu impfen. Ja. Nico desinfiziert und säubert Hannas Arm und versucht, sie abzulenken. Okay, jetzt machen wir so, ich zähle bis 3 und dann hustest du mal und dann ist die Sache schon vorbei. Ja. Ja? 1, 2, 3. Schon passiert. Krass. Ich habe ein Pflaster für dich, Hannah. Und guck, was es für eins ist. Mit der Delfinen. Schön. Zack. Danke. Voll gut, Mann. Das war jetzt aber wirklich, also wirklich echt furchtlos. Wie fühlst du dich jetzt? Also es tut hier schon noch ein bisschen weh. Mhm. Aber eigentlich fühle ich mich ganz gut, weil ich die Krankheit jetzt nicht mehr bekommen kann. Ja. Mit einer Impfung schützen wir uns und andere vor schlimmen Krankheiten. Wenn wir geimpft sind, können wir uns nicht mehr anstecken. Gecheckt. Cool, dann können wir jetzt loslegen, Tobi. Ja, eine Frage habe ich noch. Na gut. Muss es immer eine Spritze sein? Könnte man nicht auch die Impfung irgendwie anders zu sich nehmen? Ja, es gibt Impfungen. Das kann man zum Schlucken, eine Schluckimpfung. Mit Schokolade zum Beispiel? Ja, ist durchaus süß. Und könnte man das auch damit machen? Die Impfung, die du brauchst, gibt es nur als Spritze. Vielleicht gehe ich noch kurz aufs Klo. Wenn du musst, jederzeit. Ja, aber irgendwann muss ich auch nach Hause. Ja. Denk an das Eichhörnchen. Okay, alles klar. 1, 2, 3. Eichhörnchen! Ah, ich spüre, dass du da was reinmachst. Das war's schon? Das war's schon. Das war's schon? Ah, das hat überhaupt nicht weh getan. Und du hast sogar ein Pflaster für mich. Was ist das für ein Tier? Das Schikanierpferd. Das ist das Schikanierpferd? Ja. Das hat wirklich Spaß gemacht heute mit euch. Vielen, vielen Dank. Und Hannah, danke für die Unterstützung. Ohne dich hätte ich mich das ja nie getraut. Ich hätte mich ohne dich auch nicht getraut. Ja. Yeah. Die erste Impfung in Europa gab es vor ungefähr 200 Jahren. Er hier, der englische Arzt Edward Jenner, hat einen ersten Impfstoff gegen die Pocken entwickelt. Pocken, das war so eine Krankheit, bei der man am ganzen Körper einen Ausschlag bekommen hat mit so eitrigen Pusteln. Und das war echt eine ernsthafte Krankheit, denn daran sind wirklich viele Menschen gestorben. Gegen die Pocken sind vor ungefähr 50 Jahren Ärztinnen und Ärzte auf der ganzen Welt unterwegs gewesen und haben einfach alle Menschen gegen die Pocken geimpft. Und zwar im kleinsten Dorf, in der größten Stadt, einfach überall. Und dann ist was Faszinierendes passiert. Es gab nämlich einfach niemanden mehr, der die Krankheit hatte oder sich damit hätte anstecken können. Und so wurden die Pocken ausgerottet. Es gibt die Krankheit einfach nicht mehr. Das ist doch verrückt, oder? Man nennt sowas Herdenimmunität. In Deutschland versucht man heute noch bei einer weiteren Krankheit die sogenannte Herdenimmunität zu erreichen. Und zwar bei den Masern. Damit das gelingt, gibt es seit 2020 in Deutschland ein Gesetz, das sagt, jedes Kind, das in den Kindergarten oder in die Schule geht, muss gegen Masern geimpft sein. Das ist es, das ist es, ich hab's. Was isst du da? Schokolade, ne? Du bist schon wieder am Schokolade essen. Dagegen hab ich was. Ich hab's geschafft und den ersten Impfstoff gegen Schokolatitis entwickelt. Wer das kriegt, verfällt nie wieder der Schokoladensucht. Und du, mein Lieber, bist der Erste, den ich jetzt impfe. Doch. Hä, wo ist er denn jetzt hin? Also, ich bin mir sicher, das funktioniert. Naja, dann gibt's für euch jetzt die Mitmachfrage. Und ich impf den jetzt. Wie werden wir Krankheitserreger los, wenn unsere Körperpolizei sie besiegt hat? A. Wir atmen sie aus. Oder B. Wir kacken sie aus. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Weiter geht's im Deutschen Museum in München mit Linda. Sie ist Biologin und kennt sich super damit aus, wie unser Körper funktioniert. Linda nimmt mich heute mit ins Innere des Körpers. Und da klären wir auch meine nächste Checkerfrage. Was passiert beim Impfen in unserem Körper? Als Erstes zeigt mir Linda ein riesiges Modell einer Zelle. Sieht toll aus, oder? Unser ganzer Körper ist aus solchen Zellen zusammengebaut.
Es gibt welche für Haare, für Knochen, den Magen und so weiter. Heute geht es um die Zellen, die unseren Körper vor Krankheiten schützen. Linda hat Modelle von den Zellen mitgebracht. Dann ist vielleicht die allererste und wichtigste Frage überhaupt mal, warum und wie werden wir Menschen überhaupt krank? Beim Impfen geht es immer um Infektionskrankheiten. Es sind also ansteckende Krankheiten. Mhm. Das heißt, das sind Krankheitserreger, die müssen erstmal in deinen Körper reinkommen. Die wichtigsten Vertreter sind entweder Viren. Ganz kurz, das hier sind Viren, ne? Ganz genau. So ein Virus kommt in unseren Körper, weil es sich nur dort vermehren kann. Das Virus braucht den Menschen als sogenannten Wirt. Wenn ganz viele Viren in unserem Körper sind, werden wir krank. Und Bakterien. Die können in unseren Körper kommen und uns auch krank machen. Ach, das ist ein Böser jetzt. Also der kann eine Krankheit mitbringen. Ganz genau. Die sehen zwar niedlich aus, sind aber böse. Ups. Okay, verstehe. Und dann muss dein Körper irgendwas machen, damit die Krankheit wieder rauskommt, sprich, dass du nicht krank bleibst. Und das ist das Immunsystem. Ich spiele so eine Ansteckung mal nach. Ich bin ein Krankheitserreger, zum Beispiel ein Virus. Der ist beim Einatmen in den Körper gekommen und will sich da breit machen. Was passiert jetzt? Wenn der Virus in den Körper reingekommen ist, kommen vor allem diese da zuerst ins Spiel. Das da sind sogenannte Fresszellen. Und die sind dafür gedacht, dass sie was fressen können. Die sind unterwegs, die fahren da Streife in deinem Körper und suchen erstmal nach Dingen, die sie nicht kennen. Echt? Und dann macht die Hab und dann macht es Nom Nom Nom. Genau, so. Aber du siehst auch, die Fresszelle ist schon voll. Also Fresszellen, die können schon mehr als ein Virus fressen. Ungefähr 100 Stück, sagt man, aber nicht unbegrenzt viele. Und was ist, wenn die Fresszellen einfach nicht alle Viren zum Beispiel aufgefressen kriegen? Dann kommen diese hier ins Spiel. Aha. Das sind dendritische Zellen. Ja. Dendros ist griechisch und heißt einfach Baum, weil die hier so Äste und so genau. Die dendritische Zelle schlägt Alarm, wenn sie einen Erreger im Körper entdeckt. Stehen bleiben! Hier spricht die dendritische Zelle! Und sie erstellt einen Steckbrief vom Eindringling. Der Übeltäter aus. Das ist der Eindringling. Im nächsten Schritt rücken diese beiden Zelltypen zum Einsatz aus. Die T-Zellen und die B-Zellen. Diese Zellen sind zusammen das Elite-Spezial-Sondereinsatzkommando unseres Körpers. Die T-Zellen sind die Teamleiter, die B-Zellen sind die Bekämpferzellen. Das da, das sind die B-Zellen. Die haben die Spezialeigenschaft, die können Antikörper machen. Das sind hier diese Gäbelchen. Okay. Und Antikörper, das sind spezielle Eiweiße und die passen jetzt ganz genau auf die Oberfläche von unserem Erreger. So flump drauf. Man kann das ein bisschen besser vielleicht an dem großen Modell hier sehen. Also, das Y-förmige ist ein Antikörper, die Spezialwaffe der B-Zellen. Das hier ist das gleiche in größer. Damit ein Antikörper als Spezialwaffe funktioniert, muss er haargenau zum Krankheitserreger passen. Denn auf der Oberfläche des Erregers sitzen diese kleinen roten Dinger, die Antigene. Jeder Erreger hat ganz spezielle, unverwechselbare Antigene. Deswegen ist auch für jeden Erreger ein extra Antikörper nötig, der zum Antigen passt. Wie ein Schlüssel in ein Schloss. Die B-Zellen mit ihren Antikörper-Spezialwaffen docken also an der Oberfläche des Erregers an, am Antigen, und fixieren so den Eindringling. Der ist jetzt quasi verhaftet. Der kann hier nicht mehr runter. Der ist wirklich gut gebunden. Und damit kann der Erreger nichts mehr tun. Der ist einfach wie festgeklebt aneinander. Wie so ein Klumpen. Genau, das macht einfach einen ganz großen Klumpen. Letzten Endes werden dann die Zellen, die nichts mehr können, die zerstört sind oder die gebunden sind, einfach ausgeschieden aus deinem Körper. Dann kacke ich sie einfach aus? Ja, ganz genau. Wirklich? Ja. Ich gehe aufs Klo und dann bin ich gesund. Weil sie dann raus sind. So ungefähr ist das, ja. Das ist ja fantastisch. Das gefällt mir sehr gut. Was hat jetzt all das mit dem Impfen zu tun? Du bekommst bei der Impfung entweder einen ganz stark abgeschwächten Erreger gespritzt oder Teile von einem Erreger. Mhm. Und dann ist es eben so, dass dein Körper diesen ganzen Prozess, wie wir ihn gerade erklärt haben, einfach einmal durchläuft, um sich vorzubereiten. Achtung! Hier kommt der abgeschwächte Krankheitserreger. Stellt euch mal vor, der wurde mir gerade bei einer Impfung gespritzt. Jetzt haben die B- und die T-Zellen die Gelegenheit, sich den Erreger in aller Ruhe anzusehen. Das Virus kann dem Körper dabei nicht gefährlich werden. So, weg. Die B-Zellen entwickeln die genau passenden Antikörper und die T-Gedächtniszellen notieren sich alle Erkennungsmerkmale. So erkennen sie den Krankheitserreger schnell, wenn er eines Tages in echt und gefährlich in den Körper kommt. Wenn jetzt wirklich ein echter Erreger kommt nach der Impfung, dann ist es eben so, dass sich die T-Zellen ganz schnell zurückerinnern. Aha, das war der da.
dann können die B-Zellen und die T-Zellen sofort an den Erreger gehen. Und man hat eigentlich überhaupt gar kein Problem und ist auch nicht wirklich krank geworden. Das heißt, Impfen ist eigentlich nichts anderes als eine Vorbereitung des Körpers auf den Ernstfall. Ganz genau. Mit abgeschwächten Erregern, die den Körper schon mal so leicht beibringen, so wird es sein, wenn der echte Erreger kommt. Und wenn der echte kommt, dann hat er keine Chance, weil der Körper ist ja schon vorbereitet. Ganz genau. Jetzt gibt es doch aber auch noch eine andere Art von Impfung, die jetzt auch gerade mit dem neuartigen Coronavirus so wichtig geworden ist, mit dem mRNA. Ganz genau. Funktioniert das auch so? Das funktioniert eigentlich auch wieder so. Es ist nur so, dass hier eine kleine Abkürzung genommen wird. So einen mRNA-Impfstoff, wie den gegen das neuartige Coronavirus, kann man sich vorstellen wie einen kleinen Brief an die Körperpolizei. Der Brief ist so eine Art Bauanleitung für das Antigen des Coronavirus. Damit startet der Körper sein Training selbst. Er baut ein Trainingsantigen und die B-Zellen entwickeln die passenden Antikörper. Wenn ein echtes Coronavirus kommt, ist der Körper vorbereitet. Eine Impfung ist ein Training für unseren Körper. Die wichtigsten Zellen unserer Körperpolizei bereiten sich darauf vor, einen Erreger zu bekämpfen. Gecheckt. Obwohl Impfungen uns vor schweren Krankheiten schützen, gibt es Menschen, die gegen das Impfen sind. Manchen Leuten macht es Sorgen, dass man sich nach einer Impfung manchmal so ein bisschen krank fühlt oder auch Fieber hat. Diese Reaktionen auf die Impfung sind so eine Art Mini-Version der Krankheit, gegen die man geimpft wird. Und zeigen einfach nur, dass der Körper gerade trainiert. Die echte Krankheit, die wäre in den meisten Fällen viel, viel schlimmer. Ganz, ganz wenige Menschen bekommen von so einer Impfung sogenannte schwere Nebenwirkungen. Also wirklich schwere gesundheitliche Schäden, die manchmal auch lange anhalten können. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist aber wirklich gering. Es ist tatsächlich wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden. Bevor so ein Impfstoff in Deutschland verwendet werden darf, wird er ganz genau untersucht, geprüft und getestet. Die Impfstoffe, die hier bei uns benutzt werden, die sind also allesamt sicher. Bei den allermeisten Impfungen darf jede und jeder in Deutschland selbst entscheiden, ob er oder sie geimpft werden will. Okay. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so leicht, bei dem Thema so richtig durchzublicken, weil es so viele Dinge zu beachten gibt. Und viele Infos, die man dazu im Internet findet, sind leider falsch. Deshalb, wenn ihr Fragen dazu habt oder euch irgendwas nicht klar ist, am allerbesten ist, den Arzt oder die Ärztin zu fragen. Jetzt bin ich in Oberschleißheim bei München. Der Hof gehört der Universität. Hier werden Tierärztinnen und Tierärzte ausgebildet. Ich bin mit Helen verabredet. Sie ist Tierärztin und ich darf ihr helfen, Kälbchen zu impfen. Denn auch Tiere können geimpft werden. Aha, ich sehe schon, das ist deine Ausrüstung, richtig? Ja, genau. Wir impfen heute kleine Kälbchen, oder? Genau, das eine, das gerade reingehüpft ist, das impfen wir heute sogar. Und da ist wieder weg. Aber sag mal, kann man denn alle Tiere impfen? Ja, man kann auf jeden Fall viele Tiere impfen. Also hier auf dem Betrieb haben wir noch Schweine, wir haben auch Schafe, wir haben auch Alpakas. Kann man Hunde impfen? Hunde kann man auch impfen. Katzen? Katzen kann man sogar auch impfen, ja. Vögel? Vögel kann man auch impfen. Kann man Fische impfen? Fische kann man auch impfen. Wirklich? Ja. Okay. Und funktioniert denn das Immunsystem von Tieren genau wie das bei uns Menschen? Also es funktioniert ähnlich. Die Tiere, wenn sie geimpft sind, produzieren Antikörper, die dann gegen eine gewisse Infektionskrankheit schützen. Und deswegen impft man auch die Kälber oder auch Ferkel und andere junge Tiere. Toll. Um die halt zu schützen vor Krankheiten und tatsächlich auch, um uns selber zu schützen. Also zum Beispiel gibt es ja Krankheiten, die auch übertragen werden auf den Menschen. Zum Beispiel beim Hund impft man ja Tollwut, ja, damit wir Menschen da keine Gefahr haben, uns anzustecken. Das ist auch ein ganz wichtiger Grund. Tollwut ist eine tödliche Krankheit. Wenn ein erkrankter Hund einen Menschen beißt, kann auch der Mensch sich anstecken. Genau. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Einen Moment. Du musst dir erst was Richtiges anziehen. Ein Overall und Gummistiefel und vielleicht noch was Warmes. Also, okay, cool. Danke. Hat auch schon mal besser geklappt. Dann ziehe ich mich mal um. Perfekt, los geht's. Also, Checkerfrage. Wie impft man Kälbchen? So, ich bin jetzt auch umgezogen und perfekt. Das Kälbchen wird geimpft, ne? Genau. Wer ist das? Der hat noch keinen Namen. Du darfst ihm gerne einen geben, wenn du magst. Dann will ich ihn Paulchen nennen. Dann ist es jetzt das Paulchen. Dann impfen wir heute das Paulchen. Hallo Paulchen. Komm mal her. Hallo du. Der ist ja total süß und ganz lieb.
Jetzt ist es ja so, mir kann man ja sagen, es ist ein kleiner Pieks, dann ist es vorbei. Aber Paulchen versteht uns ja vielleicht gar nicht. Ja, deswegen ist es bei den Tieren ganz arg wichtig, dass man die eben gut festhält, dass man das so schnell wie möglich machen kann, dass es für das Tier auch nicht unangenehm ist. Ja, wir gucken, dass Paulchen nicht so viel Angst haben muss. Ne, Paulchen? Gut, also ich assistiere dir. Wenn du mir einfach sagst, was ich hier dir helfen kann, dann mache ich das. Ja, klar. Okay, super. Paulchen wird gegen Rindergrippe geimpft. Bei dieser Krankheit haben die Kälbchen Husten, Schnupfen und Fieber. Die Impfung ist wichtig, damit Paulchen die Krankheit nicht mehr bekommen kann und auch die anderen Kälbchen nicht ansteckt. Okay, dann gehe ich jetzt also rein. Perfekt. Hallo Paulchen. Dann reinkleiden lassen und dann versuchst du einfach mit dem jetzt rechten Arm unter seinem Hals zu fassen. Ja. Genau. Und mit dem linken Arm so hinter sein Gesäß. So. Super. Und so hältst du es einfach mal fest. Okay. Hallo. Na, dann kannst du schauen, dass du ihn ein bisschen näher am Kopf festhältst. Hier so. Dann nehme ich mir eine Hautfalte. Keine Angst, keine Angst. Steck die Spritze rein, hält die Kanüle fest und spritzt. Und das war's schon. Gut. Das war's schon. Paulchen, das hast du so gut gemacht. Das hast du so gut gemacht. Das hast du richtig super gemacht. Das ging ja rucki zucki, ey. Das ging total schnell. Das hast du auch echt sehr gut gemacht, muss man sagen. Danke. Weiter geht's in den nächsten Stall. Zur nächsten Impfung. Jetzt braucht Helen eine sogenannte Impfpistole. Sie füllt hier den Impfstoff für eine ganze Gruppe von Kälbern ein. So kann Helen alle Kälber direkt hintereinander impfen. So, liebe Leute, jetzt sind wir hier bei den Kühen, die wir jetzt impfen müssen, den Kälbern. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Deine Aufgabe ist erstmal, ein Kalb zu fangen und dann auch festzuhalten, dass ich es impfen kann. Am besten gleich in der Ecke da hinten. Was da liegt? Das ist am einfachsten, ja, genau. So, komm mal hoch, meine Liebe. Und man impft immer, also im 45-Grad-Winkel und fertig. Und schon fertig. Genau, super. So, fehlen nur noch drei. Na, komm her. Jetzt wart doch mal. Und erwischt. Ha. Hör mal auf, also wirklich, jetzt reicht's aber. Zack. Und... Zack. Ja, 4 von 4. Alle super, geimpft. Jawohl. Kälbchen impft man zum Beispiel mit einer Spritze oder einer Impfpistole. Damit es nur kurz piekst, gut festhalten und schnell sein. Gecheckt. Und für euch gibt's jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie werden wir Krankheitserreger los, wenn unsere Körperpolizei sie besiegt hat? A. Wir atmen sie aus. Oder B. Wir kacken sie aus. Na? Habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Und letzten Endes werden dann die Zellen, die nichts mehr können, die zerstört sind oder die gebunden sind, einfach ausgeschieden aus deinem Körper. Dann kacke ich sie einfach aus? Ja, ganz genau. Wirklich? Ja. Richtig ist also Antwort B. Die festgenommenen Krankheitserreger kacken wir am Schluss einfach wieder aus. So, liebe Leute, weil Paulchen beim Impfen so brav war, kriegt er jetzt noch eine Belohnung, übrigens wie alle Tiere nach dem Impfen, nämlich eine schöne, frische Kanne Milch. Guck mal da, Paulchen, lass es dir schmecken. Oh, sehr gut, wohlverdient. Wenn man ehrlich ist, war er ja sogar noch ein bisschen tapferer als ich vorhin. Naja. Leute, das war's vom Impfcheck. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Guten Appetit, mein Lieber. Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!